Es ist Anfang des Jahrhunderts. Die Tage polternder Pferdegespanne sind gezählt. Motorisierte Gefährte erobern die Straßen. Goldgräberstimmung. Die Autoherstellung wird zur Schlüsselindustrie. Der Drang nach Mobilität fordert auch Opfer. Für viele, die entscheidend Anteil an der Entwicklung haben, endet das Abenteuer Auto so schnell, wie es begonnen hat. Heute sind viele dieser Marken nicht einmal mehr Geschichte. Burg Rieden-Württemberg, der Erste Weltkrieg. Hier, fern vom Donner der Geschütze, tüftelt der Flugzeugreparateur Walter Steiger an einem bemerkenswerten Auto. An diesem eleganten Sportwagen, ein Langhuber mit faszinierendem Temperament. Es ist der Bugatti der Deutschen. Das Rottal, gut 80 Jahre später, Konsul Hermann Sieger am Volant des einzigen noch erhaltenen fahrbereiten Steiger weltweit. Der Steiger wurde für den Enthusiasten gebaut und nicht für den Menschen, der nur von A nach B fahren will, um einen Sack Kartoffeln zu transportieren. Das Auto war relativ schnell und hat, was man nicht glaubt, wenn man es so sieht, eine erstaunlich gute Straßenlage. Man konnte mit dem Wagen außerordentlich schnell fahren und war sehr vielen anderen Fahrzeugen auf der Straße überlegen. Leider ist die Geschichte des Sonderlings nur in Fragmenten überliefert. Die Spur beginnt bei einem Arzt aus dem Schwarzwald. Der muss das Auto sehr geliebt haben. Denn als er krank wurde, fuhr er also mit dem ins Krankenhaus, hat es vor dem Krankenhaus geparkt und ist dann dort gestorben. Und die Erben wollten das also abtransportieren, verschrotten lassen. Das Auto hat sich gewehrt, die Hinterachse hat blockiert, man konnte ihn nicht abschleppen, er blieb stehen an einer Tankstelle. Anfang der 20er Jahre. Der Konstrukteur sucht sein Glück auch auf der Rennstrecke. Wo er auftaucht, sammelt der Steiger Trophäen. Doch alles umsonst. Die Inflation stürzt das Werk in eine schwere Krise. Nach 6 Jahren kommt für den Autobau in Burg Rieden das aus. Was wäre, hätte die Firma bis heute überlebt? Heute wäre Steiger angesiedelt zwischen Porsche und BMW. Also eindeutig, das ist auch die Richtung, in der das Fahrzeug gebaut wurde.